Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid und heute ganz besonders, denn ich bin hier in der Autostadt in Wolfsburg und wir warten hier alle mit so ungefähr 20 Leuten auf die Auslieferung vom ID.3 von Stefan Schwung vom Kanal Schwungvoll. Wir sind hier zusammen mit ihm nach Wolfsburg gefahren und heute ist es soweit am Sonntag. Wir warten jetzt schon seit fast 2 Stunden darauf, dass er jetzt hier aus dem Schuppen hier rausgefahren kommt. Aber gleich soll es soweit sein. Die Ehrenrunde hat er wohl schon gedreht. Und jetzt warten wir darauf, dass er hier vorgefahren kommt mit seinem nagelneuen ID.3, damit wir den uns angucken können. Und ihr seid natürlich dabei, also bleibt dran. Der nagelneue ID.3 mit Osterholzer Kennzeichen von Stefan Schwung. Und Stefan! Also der ID.3 wird immerhin vollgeladen übergeben in Wolfsburg und hat jetzt 381 Kilometer Reichweite bei 100% Akkustand. Ja, Materialien gehen eigentlich, habe ich mir schon fast schlimmer vorgestellt. Also, es ist jetzt nicht wahnsinnig hochwertig, ne? Aber ich finde die Sitzkombination ist okay. Ich habe vorhin andere. Ja, das ist doch okay. Nicht wahnsinnig üppig, aber Hund passt rein, das ist ja für uns immer wichtig. Becks Blau. Wir haben keinen Öffner, also nimmt der versierte E-Mobilist. Stefan, auf das neue Auto. Aufs neue Allzeit Auto. Gute Fahrt. Immer eine Handbreit Wasser unterm Akku, du weißt ja. Ja, auf das neue Schwungmobil, würde ich sagen. Und auf neue Höhenflüge deines Kanals. Wie viel hast du jetzt schon? 9.500? Ja, nach dem OFO heute den Anruf gemacht. Ja, ich hab's gehört. Ich habe den Livestream der verfolgt. Blödmann, ey. Wieso Blödmann? Ich weiß ja nicht genau, worum du gewettet hast. Aber das muss ja sehr peinlich werden. Ich glaube, das riegelt noch irgendjemand. Es ist übelst peinlich. Also das heißt, wenn ich dir jetzt 10.000 wünsche bis zum E-Cannonball, ist das jetzt nett oder ist das jetzt eher gemein? Gemein. Okay. Das widerstrebt mir jetzt eigentlich. Aber ich wünsche dir dann, dass du keine 10.000 bis nächste Woche bekommst. Übernächste Woche. Übernächste Woche, ja, stimmt. Leider zwei Wochen. Da ist noch so lange Zeit. Ja. Ich bin da sehr pessimistisch, ja, was das angeht. So, und was sagst du? Boah, schick. Sollte das eventuell dein neues Auto werden? Wer weiß. So, Nasilla. Ja. Willkommen im neuen Auto, ja, von Stefan. Genau. Aber das wäre doch was für dich. Steht doch ganz gut. Ja. Und jetzt machen wir die Tür zu.
Und ich höre dich jetzt immer reden, ach, der ID3, der ist so hässlich von innen. Und wie ist es, wenn du jetzt wirklich drin sitzt? Ist das jetzt anders oder findest du ihn immer noch hässlich? Ich glaube, das liegt auch daran, ich habe das ja mit der weißen Edition gesehen und das sah furchtbar aus. Aber in schwarz ist das echt schick. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dieses, ja, so ein Mini-iPad nach vorne zu sitzen. Das ist auch seltsam. Ja, das ist der Gangwellhebel, ne? Ja, ich weiß. Aber trotzdem. Aber der Wagen ist sehr hell von innen, auch dank des Panoramadachs. Und auch sehr geräumig. Gefahren bin ich nicht, aber... Ja, das kannst du ja vielleicht mal irgendwann nachholen, wenn Stefan den nicht mehr braucht. Okay. Die Sitze sind auch bequem, sind schön straff, nicht weich, aber schöner Seitenhalt. Das ist weich, das ist hart. Ja. Ich finde, das geht eigentlich. Ich meine, ich habe ja auch die alte Zoe, da ist das ja noch ein bisschen anders, noch schlimmer. Mutet für mich nicht billig an. Also optisch, der optische Eindruck ist zumindest nicht billig. Es ist halt nur so, wenn man das anfasst und draufklopft, dann merkt man, dass es Hartplastik ist. An vielen Stellen. Nicht an allen Stellen, aber an sehr vielen Stellen. Zu viele Stellen. Ich muss da parken. Aber nee, also ich finde das schön. Auch hier mit dem. Ja. Die Experten unter sich. Das sind Nähte, aber sie ist von innen komplett lackiert. Oh. Sie ist Heftpflaster, oder? Aber trotzdem, guck mal, Stefan, hier. Das sind NAD. Genau, das ist Klebstoff. Ja, das ist eine NAD-Naht, ist das. Die ist weich. Ja, also, aber hier ist es auch. Die wird vom Roboter abgezielt hier. Aber schön nicht. Nein, schön sind die nicht. Aber die hast du in jedem Auto, muss man gucken. Das ist eine Abdichtung. Aber jetzt hast du ihn abgenommen. So, was hat AMS gesagt, dass das hier nicht lackiert wäre? Ja, du sagst, das ist alles nicht lackiert hier und das ist alles. Ja? Tenemos el filtro. Auf die Rückseite. Das ist der. Schreibt man sie in den Chat, ist es lackiert? Ja. Opel. Genau, sieht aus wie ein bisschen Vogel. Ist aber hier genauso, hier ist auch so ein Vogelpupu drin. Echt? Ja. Das ist wenigstens symmetrisch. Also schön. Ja, das ist tatsächlich, guck mal, das ist tatsächlich handverstrichen, das ist unglaublich. Und das ist eins der ersten, ne? Ja. Und hier? Ach, der E-Golf hat das unten auch. Ja, der ist der Turbo. Da haben sie noch ein bisschen Malerkrepp. Malerkrepp. Krepp gefunden. So, haben wir einen Soundcheck. Boah. Ja. Von hier, ne? Ja, das ist hier. Guck mal bitte diese Naht, das ist ja ein gegossenes Plastik. Hallo ID, meine Eier sind kalt. Alles klar, der Sitz vorn, links wird gleich wärmer. Geil, also meine Eier sind kalt, erkennt er schon mal. Ja. Mann, ey. Unterstützt das nicht hier. So, gleich gibt es erstmal Grillwürstchen von Steve. Es riecht schon so lecker, ey, mir läuft das Wasser im Munde zusammen. Und der Wagen, der ID3, der sieht ja in Natura wirklich richtig schick aus. Auch von innen ist er gar nicht so billig, wie man immer hört. Also zumindest nicht, wenn man selber drin sitzt. Und mir persönlich gefällt der Wagen echt gut. Und das ist echt eine Überlegung, den mal für zukünftige Kaufentscheidungen mal in Erwägung zu ziehen. Und ich glaube, VW will mit diesem Auto wirklich einen Erfolg landen, weil der Wagen ist wirklich schön, er fährt sich gut, die Reichweite ist akzeptabel, hat auch eine gute Autobahnreichweite. Und ich glaube, das Ding wird ein Erfolg. Ich meine, es muss ja auch ein Erfolg werden, sonst hat VW ein großes Problem in Zukunft. Vor allem mit dem Modellbaukasten, was da alles noch kommen soll. Also sie sind zum Erfolg verdammt und sie wollen ja eigentlich dieses Jahr noch alle 30.000 First Editions ausliefern. Und darüber hinaus, da sind wir gespannt. Auf jeden Fall heute in Wolfsburg kamen so alle, weiß nicht, 20 Minuten die ID3s da aus der Halle gefahren. Und die Leute haben ihre Runden auf dem Parkplatz gedreht und sind dann mit einem großen Grinsen vom Hof gefahren. Und so wird es auch bei Stefan sein, gehe ich mal von aus. Und ich bin gespannt, was er auf seinem Kanal alles für Videos über den ID3 bringen wird. Und vor allem, wie der Wagen dann mit Tieferlegung aussehen wird. Und wie er sich dann mit einem noch besseren CW-Wert auf dem E-Cannonball schlägt. Da sind wir alle gespannt drauf und das verfolgen wir natürlich. Und jetzt essen wir erstmal eine Wurst. Steve hat ja den Grill mitgebracht. Super geile Sache, Steve. Und es riecht hier so lecker. Ey. Mir läuft das Wasser im Munde zusammen und ich kann es echt bald nicht mehr aushalten. Deswegen gibt es erstmal eine Wurst. Und dann melden wir uns von der Strecke und spätestens von der Raststätte Goldbach Süd mit dem ersten Verbrauchsvergleich. So. Oh, ist das geil. Ist das geil.
Also das sind die echte ID3-Würstchen. Echte ID3-Würstchen, genau. So, ich habe natürlich noch Käsekreiner. Okay, fahren wir nach Langwedel und machen einen Verbrauchstest? Wir machen jetzt einen Verbrauchstest, genau. Also, was ich sagen würde, ist, wir nehmen den Taika mit, das Model S nehmen wir mit. Model 3? Wir nehmen das Model 3 von Christian mit. Du fährst wahrscheinlich eine andere Strecke, du fährst nicht nach Langwedel. Also haben wir den Kona nicht dabei. So, jetzt sind wir auf dem Weg von Wolfsburg nach Langwedel auf der A2. Jetzt fahren wir gerade auf die A7. Wir sind zwei Model 3, ein Model S, ein Hyundai Kona, ein Porsche Taycan und ein VW ID3. Wir fahren immer so zwischen 120 und 130, so wie es die Verkehrssituation erlaubt. Und das wird doch jetzt mal interessant, was wir am Ende jeweils für Durchschnittsverbräuche erzielen, wenn wir in Langwedel kurz halten und das vergleichen. Kilowattstunden. Du? Ja. 18,7 hatte ich. 18,7 ist gut. Und du? Ritter? 22. 22 und jetzt kommen die Model 3. Wie viel hast du? 18,7. Oh. Was hast du? 16,1. Und was hast du? 155 Wattstunden. 15,5, das ist der Gewinner. Ganz Jahresreifen. Ja, super. Ja, das ist doch sehr, sehr effizient. Aber trotzdem, ja, ich finde es trotzdem gut. Hätte ich jetzt gedacht, dass du bei 20 liegst. Der ist ja noch nicht eingefahren. Ja, jetzt stehen wir hier in Goldbach an den Ionity Chargern mit unseren verschiedenen Autos. Es sind zwei Model 3. Am Ende kam ja noch ein drittes Model 3 dazu. Ein Porsche Taycan, ein Model S und ein ID3. Der Kona ist leider unterwegs abgebogen, der konnte nicht mehr hierher fahren. Von daher fällt er leider aus der Wertung raus. Sieger ist ein Model 3 mit 15,5. Der ID3 hat sich gut geschlagen, 18,7 glaube ich war es. Und mein Model S mit 17,2 lag da noch ein bisschen drunter. Erstaunliche Werte, aber auf jeden Fall, ich finde auch sehr gute Werte für den ID3. Wie gesagt, wir sind nicht sehr schnell gefahren, aber der Verkehr gab teilweise auch nicht mehr her. Wir hatten auch einen kleinen Stau zwischendurch. Jedenfalls war es mal interessant, gleich am ersten Tag so eine Strecke oder so eine Vergleichsstrecke zu fahren mit den verschiedenen Autos. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich wünsche Stefan alles Gute für sein Auto und allzeit gute Fahrt. Und abonniert meinen Kanal und gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.